Groß oder klein, ob alt oder jung, sie gesund erhalten will gelernt sein. Februar 2019. Die Pferdegrippe bricht aus. Nahezu zeitgleich in mehreren Ländern in Europa, darunter Irland, Großbritannien, Frankreich, Belgien und Deutschland. Doch was ist die Influenza überhaupt? Die Influenza, auch Pferdegrippe genannt oder Hoppegartner-Husten, ist eine hoch ansteckende Viruserkrankung des gesamten Atmungsapparates. Typische Symptome sind starker trockener Husten, hohes Fieber, Nasenausfluss, geschwollene Lymphknoten, Appetitmangel und allgemeine Abgeschlagenheit. Im Extremfall kann die Influenza zu chronischem Husten und bleibenden Schäden in den Atemwegen führen. Das Virus findet zahlreiche Wege, um andere Pferde anzustecken. Über den direkten Kontakt mit erkrankten Tieren. Über ausgehustete Tröpfchen, die bis zu 45 Meter infektionsfähig bleiben, oder über kontaminierte Hände, Kleidung, Zaumzeug und Transporter. Die regelmäßige Impfung ist der einzige wirksame Schutz. Impfkommissionen raten dazu, vollständig aktualisierte Impfstoffe zu verwenden, um einen größtmöglichen Impfschutz gegen die aktuell zirkulierenden Influenza-Stämme zu erreichen. Ein wirksamer Schutz ist durch die Grundimmunisierung ab dem 6. Lebensmonat und regelmäßige Wiederholungsimpfungen gegeben. Für Pferde, die am Turniersport teilnehmen, schreibt die Deutsche Reiterliche Vereinigung alle 6 Monate eine Wiederholungsimpfung vor. Auch für Pferde in Ställen mit häufigem Pferdeverkehr wird von der Ständigen Impfkommission Veterinär eine Wiederholungsimpfung alle 6 Monate empfohlen. Für Pferde mit wenig Kontakt zu anderen Tieren kann ein Intervall von bis zu 12 Monaten ausreichend sein. Pferde haben wie alle Säugetiere ein Immunsystem. Das wehrt Krankheitserreger auf zweierlei Weise ab. Durch die Bildung von Antikörpern und Abwehrzellen und durch die Bildung von Gedächtniszellen, die die gleichen Erreger auch noch nach Jahren erkennen und bekämpfen. Zum Impfen werden abgeschwächt oder abgetötete Erreger oder deren Bestandteile verwendet. Auf die reagiert der Körper mit entsprechenden Abwehrmechanismen und das Pferd bleibt gesund. Das Wohl des Pferdes steht an erster Stelle. Wir tragen die Verantwortung.